komm erst mal an und schließ mal ganz kurz deine Augen. Das Bild läuft dir hier nicht davon, denn das Bild bleibt immer gleich. Schließ mal deine Augen. Schöpferwesen. Atme. Tief. Dann weißt du, Schöpferwesen, man sollte vor der Arbeit mit den Runen so viel Respekt haben. Öffnet und das ganz bewusst. Atme. Ich rufe die Runa am urheiligen Heim. Heute möchte ich euch einladen, mit mir die Kombination anzugucken, die da liegt, aus Hagalas und Reido. Hagalas, die Rune des Hagelkorns, das viele als die Rune der Zerstörung deuten, erzählt ja vom Hagelsturm. Und die germanischen Siedler lebten noch nicht in so sicheren Häusern mit so Möglichkeiten einzukaufen und dergleichen. Und wenn da ein Hagelsturm kam, also die Luft drückend und schwül wurde, das ist immer der Beginn des Hagels, ja. Stell dir das mal so richtig vor. Stell dir vor, wie die Luft immer drückender wird, immer ja, schwüler, sich alles so zusammenbraut, ja. Du siehst die dunklen Wolken. Und du weißt, die paar Beete und kleinen Felder, die du angelegt hast, die bekommen jetzt entweder ein Gewitter, das heißt viel Regen, oder es kommt der Hagel. Und weißt du was? Du bist dem völlig ausgeliefert. Denn du kannst nicht hergehen und deine Felder zusammenklappen und ins Haus tragen. Du bist dem ausgeliefert. Das sind Herausforderungen, denen wir ausgeliefert sind, die einfach auf uns zukommen. Hagal. Aber wie bei jeder Rune ist es auch bei Hagal so, dass sie eine Situation beschreibt und gleichzeitig die Kraft gibt, mit dieser Situation umzugehen. Denn Hagalas ist der Hagelsturm, der Zerstörung bringt und gleichzeitig dir die Freiheit und Macht schenkt, mit diesem Geschehenen umzugehen. Wie gehst du damit um? Die Bauern, die ersten germanischen Siedler, unsere Urahnen, die waren wirklich schlau, weißt du? Die haben sich natürlich auch geärgert und waren sauer und traurig über den Hagel. Aber weißt du, die haben sofort verstanden, dass sie jetzt anpacken müssen, dass sie vermehrt jagen gehen müssen, vermehrt sammeln, dass sie gucken müssen, was eben einfach noch zu retten ist und wie man das Beste daraus machen kann, damit man eben im Winter nicht verhungert. Die saßen nicht ewig lang da und haben gesagt, oh, jetzt mag ich nicht mehr, oh Gott, weil der Lidl hat ja dann trotzdem noch auf. Ja? Jetzt bin ich erstmal völlig entsetzt und gestresst und kann nicht mehr. Nein, die wussten anpacken und zum Schmelzen bringen. Denn wenn du so einen Hagelkorn in die Hand nimmst und drückst fest zu, so eine Herausforderung, die dich trifft, die etwas in dir zerstört, ja, wenn du sie aber anpackst, das Eiskorn in deine Hände nimmst, in deine Schöpferhände, dann kannst du es zum Schmelzen bringen. Anpacken.
Hagalas erzählt uns also von einer Herausforderung, einer möglicherweise zerstörerischen Herausforderung, die wir aber anpacken können. Packen wir es nicht an, lassen wir es liegen und jammern nur, sind wir selber schuld. Das ist immer die Wahl, die du hast. Hagalas gibt dir die Kraft, anzupacken. Wie gehst du mit deinen, das ist mir jetzt passiert, Situationen um? Was sagst du darüber? Was machst du damit? Stehst du morgens auf und sagst, Herausforderung, boah, es regnet, ich hatte heute eigentlich was vor. Scheiß Wetter, scheiß Regen. Oder überlegst du dir sofort einen Ausweg? Das sind die zwei Möglichkeiten, ja? Also hör auf, wenn Hagalas kommt, hör auf, das Hagelkorn praktisch liegen zu lassen, sondern pack es an. Immer. Ja? Egal um was es geht, wenn Hagalas auftaucht, heißt es immer, es ist eine Herausforderung, um die es dir gerade geht. Das ist jetzt so. Also was machst du daraus? Du hast die Macht, es zum Schmelzen zu bringen und in deinem Sinne sei mal, zu regulieren. Oder, ja, du verhungerst halt, ne? So. Hier in der Kombination mit Raido, das Rad des Lebens, ja. Das Rad des Lebens, das uns davon erzählt, dass alles zyklisch ist im Leben. Alles ist zyklisch, ja. Alles hat Anfang, Mitte, Ende. Und daraus setzt sich ja unser Lebensweg zusammen. Anfang, Mitte, Ende, Wandel. Anfang, Mitte, Ende, Wandel. In jeder Situation übereinandergelegte Schichten von Anfang, Mitte, Ende, Wandel, ja. Das ist unser Leben. Das ist ein Rad, das sich bewegt auf unserem Lebensweg, ja. Und diese Reise, diese Zyklen, die müssen sich immer so vollenden, wie es stimmig ist, ja. Wenn du dich mit Raido auf deine Lebensreise begibst, dann versprichst du dir selbst an sich, dass du alles entstehen, erleben und sich wandeln lässt. Dass du aufhörst, an allem festzuhalten, sondern dass du jedem Zyklus seine Zeit und seine Form gibst, die er braucht zum Leben, damit das dabei rauskommt, was wirklich das vollendete Ergebnis ist, um sich dann zu wandeln. Raido bietet dir an, leb einfach mit. Ja, versuch nicht dauernd alles unter Kontrolle zu halten, sondern beobachte und geh mit. Wie kann das jetzt zusammenpassen? In der Deutung sind manchmal Runen ganz, ganz einfach zu verstehen. Deswegen nicht gar so viel drumherum denken. Wichtig ist, dass du weißt, hundertprozentig weißt, was Hagalas ist und was Raido ist. Und wenn du es dann in der Kombi hast, aus irgendwelchen Gründen, ja, dann ist das eine klare Ansage. Dann heißt das, hey, wenn du die Herausforderung annimmst und das Eiskorn zum Schmelzen bringst, ja, wenn du also das, was gerade in deinem Leben zerstört wird oder kaputt geht, annimmst, anpackst und nicht dich hinsetzt und jammerst, sondern eben etwas, eine andere, eine zweite Möglichkeit, einen Plan B, der wahrscheinlich dann zum Plan A wird, ja, wenn du sowas sofort anpackst, dann läuft dein Rad des Lebens richtig. Das Rad des Lebens braucht jetzt deine Kraft, nicht auf der Herausforderung sitzen zu bleiben und zu jammern, sondern loszugehen und wenn es ist, mit ganz kleinen Schritten, ja, in die Richtung zu gehen, die dein Rad rollen lässt. Hagal.
Runenhex.